wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe Indexanalyse nach der Perlentauchenmethode mit dem Margina Trader im neuen Jahr 2022. Ich freue mich sehr, dass Sie wieder live dabei sind und natürlich auch, dass Carsten mit uns die Webinarreihe auch in diesem Jahr zusammen veranstaltet. Und ich will mich ganz kurz vorstellen. Das hat sich nicht geändert im Vergleich zum letzten Jahr. Mein Name ist immer noch Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Und auch das wird sich nicht ändern in diesem Jahr. Wir müssen weiterhin den Risikohinweis besprechen, denn wie immer gilt oder dient dieses Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt heute müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen diese Veranstaltung bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Ja, das ist und bleibt wichtig. Ja, Michael Fuß Neues natürlich auch. Und will ich natürlich auch an, habe ich jetzt in verschiedenen Webinaren schon gesagt, aber auch Ihnen wünsche ich natürlich viel Erfolg und viel Gesundheit im neuen Jahr. Ich glaube, das kann man in der zweiten Woche immer noch sagen und wünschen. Und ich hoffe, dass Sie entsprechend auch im Trading natürlich viel Erfolg haben werden. Okay, dann, lieber Carsten, das war mein Intro. Ich übergebe sehr gerne den Bildschirm, wünsche wie immer viel Erfolg, aber auch viel Spaß. Danke, Nelson. Dann übernehme ich mal den Bildschirm. Schau mal, welcher das heute ist. Auch da hat sich ja einiges getan bei mir. Nehmen wir den. Okay, da müsste jetzt was Weißes zu sehen sein. Dann werde ich mal die Präsentation starten, wenn ich den Knopf Funktioniert dein finde. Rechner wieder oder hast du einen neuen? Ich habe alles neu installiert. Also das, was an Anwendungen da war, es geht schneller, als wenn man das mit einem Backup macht. Ja, sehr gut. Funktioniert wieder, wahrscheinlich schneller als vorher, weil er ein bisschen Müll abgeworfen hat. Jetzt müsste ich bloß noch die Präsentation irgendwie auf dem Bildschirm groß kriegen. Das ist ja lustig. Die haben ein Update gemacht und jetzt hoffe ich mal, dass es hier irgendwie weitergeht. Nö, das ist es nicht. Schön, Schade. da ist er. Doppelklicken einfach hier. Nicht mehr unten, sondern einfach doppelklicken. Okay. Dann von meiner Seite auch ein wunderschönes, neues, gesundes, frohes und vor allen Dingen erfolgreiches Jahr. Obwohl die Gesundheit immer ganz weit vorne steht. Ich selbst ein bisschen angeschlagen, erkältungsmäßig, aber das werden wir auch gut wegdrücken. Und heute, das Webinar, sieht eigentlich sonst immer so aus wie ein Indexeinblick. Ist es aber diesmal nicht. Denn wir schauen einfach mal in meine Strategie. Ich habe das ja, wer schon dabei war, angekündigt, gesagt, das Anfangswebinar wird ein Webinar, wo ich ein bisschen mehr zu meiner Strategie erzähle. Wenn wir dann am Ende noch Zeit haben, dann schaue ich mir gerne nochmal die Märkte an. Wenn das heute nicht der Fall sein sollte, dann habt ihr auf jeden Fall schon einen tieferen Einblick, was ich ja sonst immer nur zur Einleitung ganz grob mache. So, Risikohinweis hat der Nelson ja schon gemacht. Zu meiner Person hat sich nicht viel geändert, außer wer gut aufgepasst hat, das Alter. Ich bin jetzt 54, Heiligabend bin ich 54 geworden und ja, fühle mich eigentlich auch nicht so viel älter, bis auf das eine kleine Zahlspiel, was am Ende der 5 steht. Wer mich nicht kennt, deshalb nochmal zur Einleitung, 1987 relativ früh, weil ich bin ja 67 geboren, mit 20 habe ich angefangen in Fonds zu investieren und das ganz lapidar in, ich würde jetzt ETF-Fonds wählen. Damals gab es da noch nicht so viele ETF-Fonds, normale gemanagte Fonds, die ich dann 40 Jahre lang gehalten habe und immer monatlich gespart habe. Einfach, wer an der Börse mitmachen will und sich damit nicht so tief beschäftigen will, der kann so einen ETF-Sparplan aufsetzen. Das ist so das Minimum, wo man sich halt, sage ich mal, nicht allzu viel drum kümmern muss und die lange Zeit, die man dann vor sich hat, die zahlt sich dann auch aus. Kann ich bestätigen, hat sich rentiert. 1994 habe ich dann langsam nach autodidaktischen Lehrstunden in der Bücherei und in Büchern als Aktientrader versucht und durfte da am neuen Markt relativ viel gewinnen. Auch einen hohen Verlust mit EMTV eingefahren, aber unterm Strich war ein großes Plus da.
Neben dem Beruf als Diplom-Verwaltungswirt, was nichts anderes als Polizeibeamter im höheren Dienst, in gehobenen Dienst war, wurde es dann immer schwerer, nebenberuflich die Dinge, die ich mit einfließen lassen habe in meiner Strategie, mit verschiedenen Tools, Excel-Tabellen oder Internetseiten umzusetzen. Und dann begab ich mich auf die Suche nach einer Software, die das so ein bisschen vereint. Und ich glaube, das Optimum einer Software findet man sowieso nicht. Man muss immer hier oder da Abstriche machen. Und dann stieß ich auf den Agena Trader und das war 2013. Und bei dieser Software bin ich dann hängen geblieben und habe mich relativ viel damit beschäftigt, sehr viele Videos damit gemacht und dann ins Coaching gegangen für diese Software. 2015 hat dann mich jemand angesprochen und gesagt, Mensch, du tradest doch bestimmt auch selbst. Dann habe ich gesagt, ja, dann mach das doch mal als Coach, zeig doch mal, was du machst oder unterstützt mich in meinem Trading, habe ich dann angenommen. Und 2019 habe ich es dann geschafft, meine Strategie, die Perantora-Strategie, in den Agena Trader als Add-on zu implementieren. Ich muss dazu sagen, dieses Add-on gibt es nicht im Store zu kaufen, sondern nur über mich, da ich ja auch nicht endlos viele Schüler annehmen kann, sondern immer nur zwei maximal im Monat. Ja, 2020, dann gibt es auch die Strategie-Ausbildungsgruppe. Wir haben eine Ausbildungsgruppe und dort kann man sich dann austauschen. So, genug der Worte. Fangen wir an und zwar meine Strategie. Natürlich hat man am Anfang eine Idee, wie das Ganze ablief und darauf möchte ich mal ganz kurz eingehen, weil jeder hat ja eine Idee, wenn er eine Strategie umsetzt und meine war auf jeden Fall auch da. So eine Initialzündung. Ja. Und da werdet ihr sehen, das ist gar nicht so verschieden von dem, was wir vorher gesehen haben, nämlich beim letzten. Ich habe mir gesagt, okay, Index anschauen, man kommt ja vom Index eigentlich ins Index Trading, online, sag ich mal, entweder wenn man viel online unterwegs ist, wird immer viel von Indizes gesprochen. Also habe ich gelernt, diese Indizes natürlich auch einzuschätzen. Und habe mich dann immer gefragt, was passiert denn eigentlich mit den Titeln, die im Index drin sind? Sind die denn alle gleich von der Performance und so weiter? Das war so die Initialzündung. Und wo kann man halt etwas Besseres damit noch herausholen? Und dann habe ich mir gesagt, okay, du musst dort eine gewisse Struktur reinbringen. Also habe ich mir gesagt, okay, du guckst dir vielleicht den Index an und wählst dann aus, welcher es denn sein darf. Ja, zum Beispiel Unterschied Amerika, tendiert Amerika besser als der deutsche Markt. Das ist so die Grundeinschränkung, die ich da gemacht habe. Und dann wäre es vielleicht auch ganz sinnvoll, nicht nur die Auswahl richtig zu bestimmen, sondern auch das Timing. Also wann steige ich denn ein? Markttechnisch am Hoch, am Punkt 2? Auf welcher Zeiteinheit würde ich das handeln? Und in welchem Zustand soll sich der Markt befinden? Ja, Timing auch eine wichtige Frage. Dann habe ich mir gesagt, okay, wenn du jetzt Aktien kaufst, wie viele Trades machst du gleichzeitig? In welcher Verfassung ist der Markt? Ist der stark gestiegen? Wie wirkt sich das auf dein Depotrisiko aus? Ganz spezifisch gesehen auf die aufgelaufenen Gewinne oder aber auch auf die Verluste. Ja, also Money Management, Risikomanagement, auch eine Überlegung. Wenn ich also eine Auswahl getroffen habe, welcher Index das sein soll, nehmen wir mal Nasdaq, dann wäre es doch immer zu interessant zu sehen, welche Branche funktioniert denn im Nasdaq gerade am besten? Ist es Biotechnologie oder vielleicht die Chipbranche? Weil man kann vielleicht nicht einfach so reinstreuen, sondern man sollte sich dort vielleicht auf die Branchen konzentrieren. Wichtig dabei auch zu erkennen, dass die Performance einer Aktie zu 60% aus der Branchenzugehörigkeit kommt. Ja, da gibt es ein Studio drüber, fand ich sehr interessant. So dachte ich mir, es kann nicht verkehrt sein, wenn man sich auch mit den Branchen oder auch Trends beschäftigt. Genau das Gleiche. Welche Branche nehme ich? Das ist das Thema Auswahl. Und wann gehe ich dort rein? Am Hoch oder am Tief? Das sind die gleichen Fragen. Und, wen das verwundert überhaupt nicht, genau das Gleiche habe ich, wenn ich eine Aktie kaufe. Welche Aktie nehme ich denn? Nehme ich die Starken dieser Branche oder nehme ich die Schwachen? Und wann kaufe ich diese Aktie? Am Hoch oder eher aus der Korrektur zum Beispiel? Was sind nun die Elemente, die in meiner Strategie eine Rolle spielen? So ein bisschen habe ich das ja eben schon angesprochen.
Das ist einmal Outperformance und Underperformance. Der eine oder andere wird sagen, habe ich schon mal gelesen. Ich habe es heute auch in einer bekannten Börsenzeitschrift gelesen, dass man ja im DAX, wenn man gewisse Aktien kauft, da vielleicht besser fährt, als wenn man den gesamten Index kauft. Also das Thema scheint allzeit präsent. Es wird halt aber wenig in einer Strategie beim Trading umgesetzt. Also ich habe so viel noch nicht gesehen. Was ist Out und was ist Underperformance? Ganz lapidar mal erklärt. Ein Wert erzielt eine höhere Rendite als ein Vergleichswert, also eine Benchmark. Und das wäre zum Beispiel der DAX. Und wenn ich dann die SAP-Aktie nehme, könnte man jetzt zum Beispiel sagen, ah, das ist jetzt hier die grüne Linie wäre jetzt SAP meinetwegen, ist es aber nicht. Und die schwarze Linie wäre der DAX-Index. Und wenn die grüne Linie über der schwarzen Linie ist, dann performt die Aktie besser als die Benchmark. Also ein Zustand, wo ich sagen kann, wenn ich long gehen will, dann hole ich mir doch lieber eine Aktie, die besser performt, als eine Aktie, die schlechter performt in den normalen Umständen als der Index. Und man sieht gerade am Ende hier, weicht das schon ganz schön ab. Das kann eine Unternehmensmeldung sein oder andere Dinge. Ja, also von daher nicht schlecht, wenn man auf diesen Zustand schon mal achtet. Underperformance ist das Gleiche. Die Aktie tendiert im Endeffekt und rentiert sich nicht so gut wie der Index. Da sehen wir in der Seitwärtsphase, wie sich das geändert hat. Da wäre ich dann besser unterwegs gewesen mit dem Index. Man muss natürlich auch immer sehen, dass gerade in Fonds oder Vermögensverwaltungen angeben, naja, wir haben eine bessere Performance, ja, aber man fällt ja auch wenn man hier zum Beispiel in dem Fall eine bessere Performance hat als die Benchmark, so hat man ja doch hier ein ganz schön paar Prozente verloren. Und das gilt es dann auch zu verhindern. Also das alleine macht es nicht aus. Es ist ein Kriterium in meiner Strategie, wo ich sage, ich möchte den Zustand der Outperformance für meine Aktie, die ich auswähle oder für meine Branche oder überhaupt das Investment oder das Trading Investment, was ich mache, haben. Also eine Grundbedingung. Warum macht es Sinn, Outperformer und Underperformer rauszufiltern? Klar, Fokus auf starke Märkte für Long Trades, habe ich eben schon angedeutet. Also, wenn ich einen Outperformer habe, dann handle ich den Long. Und in 99,9% der Fälle nicht short, weil dann stelle ich mich ja gegen den Trend. Ne? So ähnlich wie bei der Markttechnik ist es, wenn eine Aktie outperformt, dann wird sie wahrscheinlich mit hoher Wahrscheinlichkeit weiter diesen Trend fortsetzen. Warum? Ne, ist ja klar. Wenn ihr die Zeitung aufschlagt oder im Internet schaut und da steht drin, die SAP-Aktie hat 12% wieder gewonnen und dann sagt ihr, habe ich die im Depot? Nee, dann ärgert man sich oder man hat den Fokus auf diese Aktie und in der nächsten Woche steht drin 8% gemacht und dann greift man vielleicht zu und so setzt sich diese Dynamik in der Aktie fort und die Aktie steigt. Ja, eine reine Fortsetzung eines Trends. Dann der statistische Vorteil logischerweise, habe ich selber mal ausgewertet, wie lange sich Aktien in dem Zustand der Outperformance zu einem Index generell im Schnitt halten. Und das geht von einem Tag, wenn er es gleich wieder verliert, aber wenn er mehr als 5 Tage zum Beispiel sich hält und dann teilweise bis zu 100 Tage sind sie Outperformer. Und dort sollte es doch möglich sein, einen Trend zu handeln und zwar auch einen Trade zu eröffnen in die Long-Richtung. Ja, ein Grund, ein Filter, den ich auf diese Trades lege, weil das reduziert schon mal die Anzahl der Trades. Bei den anderen Performern ist es so, die handle ich überwiegend short, weil das sind ja dann zum Beispiel schwache Aktien, ne? Die halt schwächer sind, wie wir eben gesehen haben in der Vorfolie, als die Benchmark. Auch hier wird sich ein negativer Kursverlauf in der Regel fortsetzen. Und das ist genau das Gleiche wie bei den Outperformern. Auch hier gibt es einen statistischen Vorteil. Aktien, die schlechter tendieren, tendieren auch in der Zukunft überwiegend schwächer.
Auch hier halten die Zustände der Underperformance länger an, was ein Vorteil für mich ist, wenn ich dort Short Trades eröffne. Wenn es dazu Fragen gibt, einfach hier bei Fragen reinschreiben. Immer wenn dieses schöne Fragezeichen hier aufliegt, habt ihr noch ein bisschen Zeit, um eure Fragen zu stellen. Wenn nicht, machen wir weiter. Okay, das kennt ihr alle. Also alle, die jetzt irgendwie mit Charts unterwegs sind, die wissen, Widerstand und Unterstützung kenne ich. Was ist das? Das ist ein waagerechter Bereich im Chart über dem aktuellen Kurs, der sich dort gebildet hat. Jetzt habe ich zurückgedrückt. Und man sieht dort mehrfache Kursabpraller. Und so ergeben sich dort Zustände, die in diesem Kursbereich zwar auf der waagerechten Ebene im Chart als Widerstand darstellen. Und in dem Fall kann man auch sagen, Deckel auf dem Topf. Na, wenn der Dampf nicht aus dem Deckel kommt, dann gibt es halt irgendwann einen Überdruck, wenn er dann darüber geht. Ja. Aber in der Regel ist es so, dass er, wenn er es mehrfach getan hat, die Chance relativ hoch ist, dass er dort wieder abprallt oder zumindest dort verharrt. Also der Kurs wird in dieser Zone oft eine Kursreaktion zeigen. Wichtig zu wissen. Die Unterstützung ist auf der anderen Seite ein waagerechter Bereich auf der unteren Seite, und zwar nicht unter dem aktuellen Kurs, sondern doch unter dem aktuellen Kurs. Klar, weil wenn wir nach oben handeln und da ist eine Unterstützung, dann ist ja der aktuelle Kurs über dem Unterstützungsbereich, wie man sieht. Und das kann man oft als Trampolin bezeichnen, wo der Kurs dann nach oben weggeht. Warum macht es Sinn, Widerstände und Unterstützung in so eine Chartbetrachtung mit einzubeziehen? Zum einen, um einfach mal das Potenzial des Trades abzuschätzen. Nehmen wir einmal an, wir möchten einen Long Trade machen und steigen jetzt in eine Aktie ein. Da muss ich mich doch im Vorfeld fragen, wie viel Potenzial hat denn diese Aktie eigentlich? Und wer meine Webinare im letzten Jahr auch mitverfolgt hat, der wird immer sehen, dass ich gesagt habe, Mann, da ist eine Widerstandszone, dort könnte der Kurs zum Stillstand kommen oder seitwärts gehen. Er kann aber auch durchgehen. Also das ist ja kein Gesetz. Ne? Also irgendwann wird so ein Widerstand auch mal gebrochen, aber ich kann euch nicht sagen, wann. Aber der Kurs wird reagieren und deshalb muss ich meinen Trade und meine Erwartungen in diesen Trade auch anhand dieser Gegebenheiten anpassen. Für was macht es auf jeden Fall auch Sinn? Und zwar, wenn ich den Widerstand sehe und ich habe zwei Trades oder mehrere Trades, dann kann ich doch mal, wenn ich mich entscheiden muss, sagen, Mensch, welcher Trade lohnt sich denn überhaupt? Ja, so eine Art Ranking zu erstellen. Und zwar gehe ich dann davon aus und sage, na gut, für den einen hast du 3% bis zum nächsten Widerstand, beim anderen 7. Da ist halt die Frage gar nicht so schwer, welchen nehme ich denn, welchen Trade? Ne? Also eine gute Betrachtung. Genau das ist es. Ich kann meinen Trade planen und ich plane jeden meiner Trades. Ich lege vorher fest, wo kommt die Zone ungefähr hin, wo ich dann damit rechnen muss, dass der Kurs reagiert. Entweder tätige ich da einen Teilverkauf oder verkaufe meine Position komplett. Das ist von der Gesamtverfassung des Gesamtmarktes, nämlich zum Beispiel dem Nasdaq oder der anderen Indizes, abhängig. Bei der Unterstützung ist es genau das Gleiche. Ja. Ich kann zum Beispiel das Risiko für einen Long Trade kann ich einschätzen, und zwar inwieweit ich die Initialstop-Setzung beachten muss und wie wann die Sinn macht und wo die Sinn macht, nämlich unter der Unterstützung im Bereich. Deswegen muss ich wissen, okay, wenn ich einen Long Trade eingehe, sollte doch mein Einstieg möglichst nahe an dieser Unterstützung sein, ne? Weil ansonsten kann der Kurs ja wieder dort zurückkommen. Wenn er dort schon war, dann ist er nah an der Unterstützung ist, habe ich doch weniger Risiko. Auch hier ist natürlich im Unterstützungsbereich mit anderen Trades weniger Rückschlagsgefahr, das, was ich eben gesagt habe, anzunehmen, wenn ich mich in der Nähe einer Unterstützung befinde.
Und genau das ist es. Nichts weiter. Unterstützung ist in dem Fall, wenn ich long gehe, für die Trade-Planung der Stoppsetzung. Interessant. Ja, wo packe ich einen Stop hin? Bei einem Trade, der 4% weg, beim Einstieg wegliegt zur Unterstützung oder bei jemandem, der 8% weiter wegliegt? Welchen Trade würdet ihr denn nehmen? Na, ich den, wo ich nur 4% riskiere. Ja. Fragen dazu? Machen wir weiter. Ein weiteres Element, welches ich einbaue in meine Strategie, ist die Volatilität und die Dynamik. Ganz wichtig. Ja. Kommt ein bisschen natürlich aus der Markttechnik, aber bei mir ist es halt so, dass ich die Volatilität anders sehe, vielleicht als die der Markttechnik. Bei mir reicht es aus, wenn ein Wert eine gewisse Volatilität hinlegt, ja, und zwar die Schwankungsbreite in einem Zeitraum. Das kann die Volatilität am Tag sein. Dann wäre das hier zum Beispiel kerzenhoch, das kerzentief, die Schwankungsbreite. Und wenn das größer ist in der Kerze als bei den Vorkerzen, dann ist das halt relativ hoch. Es kann aber auch sein, dass man das im Durchschnitt sieht, auf mehrere Tage, auf 20 Tage zum Beispiel, welche Hilfsmittel es dafür gibt. Ne? Das muss ich wissen. Ja. Und die Dynamik, eine energievolle Bewegung. Ja. Und das ist zum Beispiel ein Element, was ich immer sehen möchte. Wenn sich Dynamik verändert in eine Richtung, dann wird es oft einen großen Einfluss auf den Trend haben, das Trendverhalten. Entweder wird ein Trend gebrochen und dann geht ja meist in die Richtung, wo die Dynamik vorherrschte, oder er wird halt bestätigt, dann ist es halt normale Bewegung in der Markttechnik. Also darauf achte ich explizit. Und wenn so ein Kurs in kurzer Zeit mehr Weg zurücklegt, also mehr Prozent macht, dann kann man das als dynamischen Bereich bezeichnen. Warum macht es Sinn, diese beiden Volatilität- und Dynamikzustände zu beachten? Zum einen nehme ich die Volatilität logischerweise auch zur Risikoeinschätzung. Ich muss wissen, wie schwankungsintensiv ist denn diese Aktie in einem gewissen Zeitraum? Muss ich hier mit 20, 30, 40% rechnen? Wie schwankt die Aktie überhaupt an einem Tag? Also eine ATR-Berechnung zum Beispiel. Das ist wichtig, um einen Trade einzuplanen. Aber es ist auch Voraussetzung dessen, dass ich überhaupt einen Trade eingehe. Wenn die Aktie nicht schwankt, dann kann ich auch nichts gewinnen. Ne? Zwar auch nichts verlieren, aber dann brauche ich auch nicht an der Börse spekulieren. Dann nutze ich die Volatilität logischerweise für die Trade-Planung Ziel und Stopp. Ich muss doch wissen, ob die Aktie überhaupt dahin kommt. Und das ist zum Beispiel spannend bei der CAV-Berechnung, die die meisten machen, werden oft, sag ich mal, die Trades in die Tasche gelogen, weil man sagt, na, die Aktie kommt ja da oben hin. Die Ziele werden zu weit gesetzt. Ich muss das abhängig machen von der Volatilität und das in die Relation setzen, wie lange braucht denn die Aktie dafür? Und oft sehe ich das, dass die Ziele viel zu weit gesetzt sind und man sagt, na ja, da kommt sie aber noch hin. Aber je weiter das ist und je länger eine Aktie dafür braucht, desto weniger Vorhersehbarkeit ist da. Ja, das ist so ein Grauschimmer. Da kann ja viel passieren bis dahin. Also das muss man auch abschätzen können. Dafür ist die Einschätzung der Volatilität sehr wichtig. Habe ich gerade gesagt, ohne Schwanken natürlich auch kein erfolgreicher Trade. Ja, wer sich nicht bewegt, kann auch nicht gewinnen. Was ist noch ein volatilitätswichtiges Kriterium? Marktphasen einzuschätzen. Viele kennen den VIX oder den VDAX, also im Endeffekt einen Index. Die einen sind die Futures auf den S&P, die letztendlich die Schwankungsbreite angeben. Und woran ich erkennen kann, in welcher Marktphase sich so ein Markt gerade befindet, dann ist die Volatilität hoch, dann ist es oft so und steigt an zum Beispiel, dann ist es oft so, dass die Kurse fallen. Ja. Fallende Kurse implizieren oft eine hohe Volatilität. Und das eine ist VIX, ist für den USA-Bereich bei mir. Das andere ist der VDAX, das ist für den deutschen Bereich wichtig. Kommen wir zur Dynamik. Veränderungen im Markt erkennen. Was ich gerade davor auch gesagt habe, auf was ich achte. Wann geht so ein Trend kaputt? Oft
durch eine sehr volatile, dynamische Bewegung in die Gegenrichtung. Und das reicht mir schon aus, um zu sagen, okay, wenn der Wert mal wieder zurückkommt, dann bin ich dabei. Ich muss nicht auf eine Trendumkehr warten. Das unterscheidet mich wahrscheinlich ein bisschen von den normalen Markttechnikhändlern, weil ich ja dann, wenn ich noch keinen Trend habe, an einem Punkt einsteige, wo sich dann die Markttechniker werden sich auskennen, ein vermutlicher Punkt 3 befindet, den ich aber dann in der Umkehr schon versuche zu handeln. Wenn dann daraus ein Trend entsteht, dann habe ich einen statistischen Vorteil, weil wenn die Markttechnik läuft, dann erreicht es meistens diesen Punkt 3 nicht, der ja erst entsteht, wenn ein Punkt 2 oben durch die aktuellen Kurse überschritten wird. Das ist mein Vorteil. Umkehr von Trends erkennen, genau das ist es. Ja, wenn 3, 4 Tage auf einmal der Kurs in die andere Richtung marschiert, dann ist das entweder ein Short Squeeze, das kann natürlich auch sein, aber wenn der Markt zurückkommt, dann muss ich genau drauf schauen, was macht der denn da? Wie verhält er sich? Und wann geht diese Dynamik wieder los in die Richtung? Das kann man ganz gut erkennen. Und das ist genau das Richtige, die Fortsetzung der Initialdynamik. Also da, wo das Ding hinläuft, verharrt er kurz, aber er setzt sich letztendlich fort in diese Richtung. Welches Mittel benutze ich da? Das ist Bollinger Band. Kennen ja auch viele. Damit kann ich Volatilität und Dynamik sehr gut erkennen. Man sieht das jetzt hier auch im Chart. Zum einen die Schwankungsbreite. Das ist die durchschnittliche Volatilität auf 20 Tage. Ich habe das bei mir wirklich in der Standardeinstellung. Und da kann man anhand des Bandes sehen, wie groß die Schwankungsbreite auf 20 Tage ist. Hier ist sie also demnach geringer und da ist sie größer. Kann man schon mal so ein Feeling für kriegen. Natürlich kann ich die Volatilität auch in einer einzelnen Kerze ablesen. Diese Kerze hier, die ist natürlich auf jeden Fall größer als die anderen. Und natürlich kann ich auch eine Trade-Planung anhand dieses Bollinger-Bandes machen. Wenn ich jetzt hier unten einsteige, ja, hier ist die Initialbewegung, dann kommt diese Korrektur, dann haben wir hier einen positiven, sage ich mal, Marktverhalten und dann könnte ich sagen, mein Stop lege ich hier drunter. Das Bollinger-Band ist ein Kriterium, deswegen drehen ja Kurse nicht, weil da das Bollinger-Band liegt, aber es ist eine Visualisierung. Und wenn ich dann hier einsteige über so einer Kerze, dann kann ich ungefähr kalkulieren, wo mein Ziel liegt und wo der Kurs eventuell ins Stottern kommt. Wenn er dann weiterläuft, habe ich eine Strategie, wo ich vielleicht einen Teilverkauf mache in dem Bereich oder den anderen Teil weiterlaufen lasse. Das ist Geschmackssache. Aber dafür kann ich das nutzen. Ohne Schwankungen kein erfolgreicher Trade. Na klar, die Volatilität sehe ich auch da anhand des Bandes, wenn da keine Schwankung ist, dann kann ich im Endeffekt auch nicht erwarten, dass sich das so fortsetzt. Ja, man kann das in einem Blick sehen. Veränderungen im Markt erkennen. Das ist die Dynamik, und zwar, wenn das Ding dann über das Bollinger Band hinausgeht zum Beispiel. Ja, und dann sehen wir Umkehr von Trends, oft mit so einer Dynamik, ja, mit so einer Initialbewegung, relativ stark. Und dann gibt es einfach die Fortsetzung dieser Initialdynamik. Und mehr ist es eigentlich gar nicht. Ja? Also ein Element, ein charttechnisches Element, was ich genauso nutze. Jetzt wieder Zeit zum Fragen, wenn nicht am Ende. Und natürlich, das kennt ihr auch, ihr wisst das alle, das Volumen. Viele kennen ja Volume Profile. Finde ich ganz klasse, wenn man das nutzt für den Intraday-Bereich. Für mich, wenn ich jetzt hier diversifikativ handel, trade, dann reicht mir das eigentliche Volumen und zwar unter dem Chart. Ja. Da, wo der rote Balken ist natürlich. Ja. Hat ja jeder, nicht nur der Gina-Trader, sondern ja im Internet überall. Die ganz normale Darstellung. Was ist das Volumen? Gehandelte Stückzahlen pro Periode. Das heißt, der eine gibt 5 Aktien, der andere nimmt 5 Aktien. Da sind nicht 10 gehandelt worden, sondern nur 5. Also genau die, wo Käufer und Verkäufer zusammengefunden haben, an diesem Börsenplatz. Diese gehandelten Stücke werden dort unten in Form eines Balkendiagramms dargestellt. Das ist der Ausgleich zwischen Käufer und Verkäufer. Der eine nimmt, der andere gibt.
Long und Short finden sich. Natürlich habe ich dort in diesem Volumen auch noch andere Dinge zu beachten, die wichtig sind. Zeigt mir zum Beispiel überhaupt, wie liquide dieser Markt ist. Also es gibt ja deutschen Nebenwerte, Sektor, viele kleine Unternehmen, die bestimmt sehr gut sind und aussichtsreich, chancenreich, aber ich muss mich immer fragen, wenn ich dort eine Aktie kaufe oder mehrere Aktien, wie gut werde ich die los? Ja, und das kann ich an den gehandelten Stückzahlen sehen. Wenn ich da nur alle 2 Tage 20 Stück gehandelt werden, dann kann ich nicht mir vornehmen, 1000 Stück zu kaufen. Dann müsste ich ja 50 Tage jeden Tag davon 20 verkaufen, das dauert ewig, dann kann ich da nicht handeln. Ne? Deshalb ist das auch wichtig, dass man darauf einen Blick wirft und sagt, okay, wie realistisch ist es, dass ich dort so einen Trade absetzen kann. Das andere, was es wichtig ist für mich, habe festgestellt, auch mehrere Tests gemacht und Backtests gemacht, dass es einfach die Relevanz im Chart erhöht. Das kennt man ja auch, so aufsteigende Dreieck oder so, ist ja Charttechnik. Bei mir ist es ein bisschen anders genutzt. Ich nutze das Volumen einfach, um festzustellen, ist denn der Widerstand dort, was wir eben vorher gesehen haben, im Endeffekt nochmal durch ein erhöhtes Volumen untermauert, ist die Unterstützung mit erhöhtem Volumen untermauert. Das sind die Punkte, auf die ich achte. Volumen ist im Endeffekt das Interesse an einem Markt, der steigt oder fällt. Wenn der Markt steigt, dann sollte das, so sagen die meisten ja immer, von erhöhtem Volumen untermauert sein. Das kann ich nicht so teilen, das ist auch nicht meine Erfahrung. Es gibt für mich einfach den Punkt, wenn ein Markt eine gewisse Zeit gestiegen ist und es tritt dann ein erhöhtes Volumen auf, dann entscheidet sich, ich kann das ja nicht sehen, ja, wie die Interessen der Marktteilnehmer dort sind auf dem Tageschart. Aber ich kann daraus schlussfolgern und sagen, okay, wenn der Markt sich dort anders verhält an diesen Punkten, das Volumen steigt, entweder oben oder unten, dann muss ich sehen, was macht denn der Markt jetzt da? Und das kann ich ja anhand der Kerzen sehen, anhand der Volatilität sehen. Und dann habe ich ein gutes Chance-Risiko-Verhältnis, in diesen Trade hineinzugehen, wenn ich das etwas einschätzen kann. Es ist natürlich kein Gesetz, aber es unterstützt mich in meiner Entscheidungsfindung. Und natürlich sind es immer diese Extremsituationen. Man spricht hier zum Beispiel zum Sell-Off oder Short-Squeeze. Wo ist dann hohes Volumen? Wo passiert da viel? Wo sind denn die Meinungen verschieden? Wenn total viel Volumen auf einmal auftritt und dann, sag ich mal, 400-500% mehr als es im Durchschnitt dort ist, dann ist es ja oft so im Abverkauf oder am so einem bestimmten Hoch. Und da muss ich mich immer fragen, wer kauft denn dort? Also wenn die Kerzen alle schwarz oder rot sind, ganz lang, volatil, Riesenkerzen im Chart, dann glaube ich nicht, dass ihr am Ende des Tages kurz vor 21.50 Uhr, ja, kurz vor 22 Uhr, wenn der Markt zumacht in Amerika, sagt, jetzt kaufe ich diese extrem große rote Kerze am Tief. Das geht, ist auch eine Strategie, kann funktionieren, aber die meisten machen das nicht. Da frage ich mich immer, wer macht das? Also jemand, der mehr Wissen hat, jemand, der sagt, das ist mir egal, das brauche ich, das ist das Volumen, was ich haben möchte, ich kaufe da die Aktien, das sind vielleicht die Großen. Ja. Und an diesen extremen Situationen wäre ich immer hellhörig und wenn das am Hoch stattfindet, bin ich besonders hellhörig. Und das haben wir ja in den Indizes viel gesehen in letzter Zeit. Und genau das ist es dann, diese Meinungsdivergenz, die dann auftritt zwischen Käufern und Verkäufern. Der eine sagt panikartig raus aus dem Markt. Der andere sagt, ja, gib mal her, ich nehme sie. Der Markt kann noch weiterfallen, ist egal, ich habe genug Pulver, ich nehme sie. Ja, und du siehst einfach, wenn man den Trade dann hat, vielleicht auf der Long-Seite die Aktie fällt, dann siehst du, okay, mein Konto, das Minuszeichen wird immer größer und irgendwann wird der Schmerz zu groß. Und dann gibst du die Aktie für einen Preis ab, wo der andere sagt, das ist ja so billig, die wollte ich schon immer haben. Ja. Und das sind halt die Situationen, wo ich nur sage, okay, wenn der Markt bei so extrem hohem Volumen abgefischt wird, dann ist es doch gerade interessant zu sehen, was passiert denn danach? Wenn da im Durchschnitt, sag ich mal, 200.000 gehandelt wurden und da wurden 3 Millionen gehandelt, dann ist doch klar, dass in den nächsten Tagen das Volumen etwas erhöht sein soll, aber im Endeffekt so ein Peak oft nicht erreicht.
auch ein Kriterium, was für mich wichtig ist. Hohes Volumen und Durchschnittsvolumen. Wie definiere ich das denn überhaupt? Ja, der Chart ist klar. Hohes Volumen ist im Endeffekt, kann man sagen, schon mal, wenn es über dem Durchschnitt ist. Ja, seht ihr ja hier im Chart eingezeichnet. Das fällt schon mal auf. Das sieht man auch an dem Tag, wenn man jetzt hier rechts die Kurse nicht sehen würde. Wenn das jetzt hier rechts am Rand wäre, dann sehe ich das ja. Ja, das Kriterium, da sind auch noch welche drüber. Aber auch die relative Höhe in Bezug auf das Volumendiagramm. Wenn ich jetzt hier schaue, ah, der ist hoch und der ist hoch, die drei, sage ich mal, Volumenbalken, die ragen doch schon heraus im Vergleich zum Durchschnitt. Also der Unterschied, Vergleich darunter. Und das macht es schon interessant zu wissen, wie das Volumen aussieht. Deswegen ist das nicht nur einfach so ein Balkendiagramm, was da unten drunter ist, weil es da drunter ist, sondern man kann auch dort mal Rückschlüsse ziehen. Da würde mich mal interessieren, wer nutzt denn überhaupt das Volumen für die Einschätzung bei seinen Trades? Das könnt ihr ja gerne mal bei den Fragen reinschreiben. Würde mich mal interessieren. Dann haben wir noch ein weiteres Element. Gaps oder Kurslücken kennt ihr ja alle auch. Was ist das? Was ist eine Aufwärtskurslücke? Ganz einfach, also ich definiere sie so. Da gibt es ja verschiedene Definitionen. Ich sehe es im Tageschart. Ich möchte eine richtige Lücke sehen im Chart. Das ist der Abstand zwischen dem Hoch der aktuellen Periode und das Tief der Vorperiode. Max, hallo Max, danke für deine Frage. Ich gehe nochmal zurück. Fragt, warum haben die Volumenbalken unterschiedliche Farben? Das hat zum einen die Bewandtnis, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Signal, ein Kenntnis, wenn man Out- oder Underperformer anzeigen lässt bei mir, dann verfärben sich alle Kerzen, zum Beispiel grün, wenn er Outperformer ist. Und dann sehe ich ja nicht, wie die Kerze aussieht, wenn ich da eine andere Farbe drüber lege. Das kann der Arjuna Trader ganz gut zum Beispiel. Aber ich kann dadurch auch erkennen, dass blaue ist im Endeffekt, wenn die Kerzen steigen, also wir eine positive Kerze haben, der Schlusskurs ist über dem Eröffnungskurs. Und wenn die Kerzen schwarz sind, bei euch vielleicht rot in der überwiegenden Farbwahl, dann sind die hellblau bei mir. Dann kann ich das erkennen, ist das eine steigende Kerze oder ist es eine fallende Kerze. Das ist der einfache Grund. So. Abstand zwischen Hoch- und Tiefperiode, also der aktuellen Periode und der Vortagesperiode. Das ist ein Gap, ein Aufwärtsgap. Das Tief ist höher als das Hoch des Vortages. So kann man das im Endeffekt sehen. Man sieht das ja auch im Chart. Aber das ist halt wichtig. Das sollte wirklich sichtbar sein. Nicht so eine kleine, wenn man erst gucken muss und die suchen muss, dann ist das vielleicht, hier ist wahrscheinlich auch eine kleine, ja, eine minimale. Da gibt es ja noch Grenzen, wo die halt ihre Wirksamkeit haben. Die großen sind schon etwas wichtiger. Überwiegend im Tageschart. Es gibt auch Kurslücken im Intraday-Handel. Habe ich mal bei der Südzucker-Aktie erlebt. Da waren die dann auf einmal bei einer Meldung, diese Zwischenzeit geben mal 7 oder 8% tiefer. War auch keine schöne Erfahrung. Im Minutenchart wohlgemerkt. Gibt es also auch. Was ist eine Abwärtskurslücke? Das ist natürlich genau das Gleiche. Ja, das Hoch der aktuellen Periode mit dem Tief der Vorperiode bildet dann das Gap nach unten. Das ist jetzt auch nichts Neues. Das ist nochmal angezeigt, dass es visualisiert ist. Und natürlich auch hier überwiegend im Tageschart. Und was ihr hier seht, ist, dass das natürlich auch ein Widerstandsbereich sein kann. Weil man sagt ja immer, Gaps schließen sich, aber es gibt mehrere Herangehensweisen. Warum macht es Sinn, auf Kurslücken zu achten? Na klar, auch hier gibt es eine Veränderung der Einschätzung hinsichtlich des Preisniveaus und meistens bei Tagescharts, wenn der Markt geschlossen ist. Gibt es Unternehmen nach Börsenschluss eine Meldung raus, sie haben auf einmal einen neuen Riesenkunden oder es gibt eine Übernahme, dann werden Orders aufgegeben, während der Markt geschlossen ist. Und mit den Orders, die aufgegeben wurden, wenn der Markt geschlossen ist, muss der Broker am nächsten Tag, beziehungsweise die Börse in dem Fall,
ein Preisniveau finden, wo sich diese Orders treffen. Die einen sagen, oh, so ein Käse, die Übernahme finden wir nicht toll, die wollen verkaufen. Die anderen sagen, auf jeden Fall muss ich diesen Wert haben. Das ist ja ein Riesenpotenzial. Und dann haben wir bei der Eröffnung schon mal dieses Gap. Und um dieses Gap natürlich zu begründen, nach meiner Einschätzung darf dann auch das Tief der aktuellen Periode nicht das Hoch der Vorperiode bei einem Upgap zumachen, sagen wir mal so. Auch interessant, die Regel, das Gap wird immer geschlossen. Ja, es wird angelaufen, das interessiert mich aber gar nicht, weil es gibt an der Oberkante eines Gaps beziehungsweise an der Unterkante immer Bereiche, wo das als Widerstand fungieren kann. Ja? Und ihr seht jetzt vielleicht schon, wo es ungefähr darauf hinauslaufen soll. Das sind nämlich auch Unterstützungs- und Widerstandszonen genauso. Und wenn die Unterstützungs- und Widerstandszonen zusammenkommen mit einem Gap, dann könnte man auch dafür wahrscheinlich auch eine Verwendung haben, um damit zu handeln. Das ist nämlich dann auch wieder ein statistischer Vorteil. Ich war mal bei einer Veranstaltung in München und da hat ein schlauer Programmierer mal die Aufwärtsgap analysiert, die in Amerika stattfinden, ab einer gewissen Prozentzahl. Und dann hat er einen Wert genannt. Ich kann ihn jetzt gar nicht mehr genau sagen, wie er war, aber es hat mich so beeindruckt, weil er das auch statistisch direkt mal unterlegt hat, dass ich das mit in meine Strategie aufgenommen habe, dass diese Gaps für einen gewissen Zeitraum nicht mehr unterschritten werden. Und das war die Prozentzahl so hoch, dass ich dachte, okay, das kann man schon mal gebrauchen. Und sie sind leicht zu lokalisieren. Man kann sie screenen, im Screener zum Beispiel, und man kann sie vor allen Dingen sehen. Ja? Und wie kann man die zum Beispiel zum Vorteil nutzen? Das könnten sogenannte Unterstützungszonen sein. Also wenn ich jetzt hier einen Long Trade finde, ich habe jetzt hier nach meinem Setup nichts gefunden, aber man sieht, der Kurs geht als Gap mit der Kerze raus, er korrigiert, fängt hier an zu stagnieren und tendiert höher. Das Gleiche macht er hier. Geht rüber, der Markt taucht mal ein in diese Gap-Zone, aber hier sieht man anhand der Lunten unten, dass er da nicht hält, sondern da drüber schließt. Also so eine Art Unterstützungszone. Was macht es denn so nicht einfacher, als das mit hineinzunehmen, wenn ich jetzt hier long gehen will, vielleicht noch ein Kriterium hinzuzunehmen und dann davon Vorteil zu haben. Umkehrbereitschaft steigt, je näher da dem Tief des Aufwärtsgaps kommen. Ja? Das muss nicht immer unten sein. Hier sehen wir so, wie er reicht, sage ich mal, Intraday, diesen Bereich hier unten vom Gap anläuft. Wir sehen aber auch hier, dass er schon an der Oberkante dreht. Das weiß ich nicht. Ja? Das kann, weiß ich nicht. Kann man auch mit dem Indikator nicht abgreifen. Das ist ja ein Marktverhalten. Aber wenn er dort dreht, ich bräuchte dafür noch ein positives Zeichen. Ja? Da kommen wir gleich danach dazu. Dann macht das doch schon Sinn. Genauso bei einem Abwärtstrade könnte das natürlich als Widerstandszone fungieren, dass der Markt hier schwächer wird, kurz drüber läuft, drunter läuft und hier mit einem Ruck drunter geht und dann natürlich hier so einen Widerstandsbereich hat, auch wenn er nicht ganz ranläuft. Aber ich weiß, je näher der Kurs kommt und der sich negativ verhält, dass ich dort vielleicht einen Vorteil habe, in die Short-Richtung zu handeln. Ja? Hier genau das Gleiche. Wir sehen hier, der Markt korrigiert hier wieder und hier tippt er halt dran. Ja. Das ist nämlich genau das Gleiche wie in der Long-Situation. Und ein weiteres Element, das was zeitlich am nächsten ist, das ist die eine Periode oder ein Candlestick zum Beispiel. Was nutze ich da? Die Umkehrkerze. Was ist eine Umkehrkerze für mich? Im Endeffekt, nach der Eröffnung fällt der Kurs. Der Kurs steigt dann an wieder und er steigt noch etwas weiter, nämlich über die Eröffnung und schließt nahe dem Hoch. Das ist so meine Umkehrkerze. Ja, und die kann auch anders aussehen als so ein normaler Umkehrstab. Ich bin da relativ einfach gehalten. Das ist so mein Trigger, sagen wir mal. Und bei der Short-Umkehrkerze ist es das Gleiche. Nach der Eröffnung steigt der Kurs erstmal an, dann ist dann dieses Hoch, der Kurs erreicht sein Hoch und dann dreht er wieder und geht Richtung Eröffnung und in dem Fall macht er sogar noch einen weiteren Abverkauf und zwar unter die Eröffnung, ja, und schließt dann nahe dem Tief.
So, diese beiden sind so meine Trigger. Und warum macht es hier Sinn, auf diese Kerzen zu achten? Na klar, sieht man auch innerhalb der Kerze, wie die Käufer und Verkäufer sich an diesem Tag verhalten haben. Die waren erst total euphorisch bei so einem Umkehrstabshort. Ja, alles ging nach oben, also super, die Kerze ist super grün, ja, oder weiß. Und dann auf einmal ändert sich das und wir finden uns am Ende des Tages unter dem Einstieg und sagen, oh schön, unser Plus war super, aber am Ende waren wir im Minus. Also von daher macht das schon mal so ein Kauf- und Verkäuferverhalten sichtbar und zwar innerhalb einer Periode. Und auch das können kurzfristige Tiefs und Hochpunkte sein, so eine Umkehrstäbe. Wenn so eine, man merkt doch immer, dass viele Stops da gesetzt werden, deswegen warne ich immer davor, den Stop direkt darunter zu packen, weil das gerne mal angeteased wird. Wenn so ein Umkehrstab nicht hält, dann geht es oft relativ fix in die andere Richtung. Ja, dann hat natürlich der andere gesagt, okay, ich gebe meine Preise auf jeden Fall diese Aktie zu niedrigen Preisen raus und dann ist so ein Long-Umkehrstab schnell mal auch passiert. Also da muss man schon aufpassen. Statistischer Vorteil ist auch da, wenn ihr auch nicht alleine nur auf dem Umkehrstab zählt, sondern man muss immer sagen, wo ist denn der verortet? Wo sitzt der im Chart? Ja, nach einer 4-Tage-Korrektur oder sitzt der oben beim Ausbruch aus einer Seitwärtsphase oder sitzt er einfach mitten im Chart drin? Ja, wo macht es da Sinn, um einen Umkehrpunkt zu finden? Natürlich sind die auch leicht zu lokalisieren. Man sieht sie natürlich im Chart, ne? Wir können die natürlich auch zu unserem Vorteil nutzen. Das sind die Signale. Ja, nicht jedes Ding ist ein Treffer. Hängt aber auch immer davon ab, wo man den Stop setzt, logischerweise. Aber man sieht schon, okay, die Kausalität ist da. Das erkennt das System von alleine. Ja, man muss natürlich jetzt nicht nur auf den Knopf drücken, weil das System einen Pfeil anzeigt. Ein bisschen Traderwissen braucht man schon. Und deswegen habe ich ja gesagt, die Elemente, die da drin sind, wenn ihr die beachtet und so ein Signal auftritt, dann könnt ihr dann auch sagen, okay, da habe ich eine Strategie hinter. Das sind im Endeffekt Umkehrstäbe, so wie ich sie definiert habe. Die können auch ein bisschen einen breiteren Kerzenkörper haben. Dann nennt man es vielleicht auch ein Powerbar, aber letztendlich ist es auch ein sehr starker Bar. In dem Fall war der Kurs unter dem Einstieg ein bisschen geringer. Aber sie haben auch eine Wertigkeit. Und die kündigen halt eine mögliche Umkehr in eine Richtung an. Ja? Das ist mein Trigger. Auf der Short-Seite sieht das ganz genauso aus. Wir haben diese Powerbars, das sind diese roten Kerzen und dann muss man wissen, wo man den Stop ungefähr hinpackt. Natürlich kann man auch ausgestoppt werden, aber das sind dann letztendlich die Trigger dafür. Auch hier ist so eine Umkehr möglich und davon möchte ich dann profitieren. Also das sind nichts anderes als meine Trigger. Ja. Wie sieht nun die Struktur aus? Ja, warum habe ich euch jetzt verschiedene Elemente? Ihr fragt euch jetzt, na, wie kommt das eigentlich jetzt zusammen? Und das ist genau das, auf was ich immer achte, wenn ich diese Markt, ja, das Marktklima mir anschaue, diese Indexanalyse. Und das mache ich im Endeffekt bei den Aktien genauso. Stellt euch das mal auf, das ist kein Hundehaufen hier, ja, sondern eine Kumulation. Also es kommen mehrere Dinge zusammen. Eine Anhäufung von Situationen. Und was ist damit gemeint? Kumulation liegt vor, wenn einfach mehrere wichtige, relevante Dinge zeitgleich vorliegen und dadurch die Wertigkeit einer Annahme steigt. Also wenn ich jetzt sage, die Aktie steigt, dann habe ich dort zum Beispiel vielleicht einen Outperformer gehandelt. Und dann habe ich gesehen, dass dort eine Unterstützung in meiner Nähe ist. Dann habe ich gesehen, da ist ein Umkehrstab, auch in der Nähe der Unterstützung. Dann war vorher vielleicht nur eine Korrektur. Dann war die Aktie vorher sehr dynamisch in die eine Richtung und ich handle jetzt aus der Korrektur. Dann habe ich eine Kumulation. Ne? Und ich schaue auf das Marktklima. Genau das ist nämlich die erste Station, wo wir uns das anschauen. Und zwar Marktklima, was sagen die Indizes? Handle ich jetzt short in einem mega bullischen Markt, dann würde ich ja sagen, da brauche ich keine Short-Signale beachten. Ich konzentriere mich voll auf die Long-Signale, bis halt der Index irgendwie schwächelt oder die Branche. Und dann kann ich sagen, ich fliege aus den Long-Trades raus, weil ich entweder ausgestoppt werde oder meine Targets gefüllt werden und ich wechsle dann die Seite. Ja, manchmal habe ich auch beide Positionen gleichzeitig offen. Es gibt so eine Situation, wenn der Markt weiter seitwärts läuft, dann fliege ich bei dem einen raus, bei dem anderen rein. Das passiert dann ein, zwei Mal und dann sieht man aber, jetzt muss ich eigentlich raus, weil die Volatilität angestiegen ist im WAX, im VIX oder im VDAX zum Beispiel. Und das ist es genau. Ich achte dann auf die Outperformer.
auf die Outperformance im Index und im Sektor. Ja, Nasdaq habe ich erwähnt zum Beispiel, wenn jetzt Biotech oder Chipsektor super ist, dann konzentriere ich mich auf diese Aktien. Warum soll ich mich dann in Nebenschauplätzen beim Trading, ich rede jetzt nicht vom Investing, aufhalten, wenn der Index im Moment gerade rennt und der andere nicht? Das habe ich falsch geklickt. So, dann schaue ich mir natürlich an Dynamik und dann auch die Korrektur. Was macht der Wert denn, wenn ich ihn gerade handle? Und was muss er davor gemacht haben? Eine volatile Dynamik gezeigt haben und jetzt vielleicht in der Korrektur sein. Dann finde ich ein Gap oder eine Unterstützung genau unter diesem Einstieg, was das Signal mir anzeigt. Auch ein weiterer Punkt, der sagt, okay, jetzt haben wir schon 5 Punkte, die stimmen. Das Marktklima stimmt, das Outperformer, der Wert war dynamisch, der hat korrigiert und das alles im Bereich einer Unterstützung im Chart oder eines Gaps. Oder beides sogar, das ist schon mal nicht schlecht, oder? Und das Volumen spielt auch mit. Ja, das Volumen ist erhöht in dem Bereich zum Beispiel gar nicht mal so verkehrt. Und am Ende habe ich meinen Trigger, den Umkehrschlag. So habe ich das System aufgebaut und Imagina Trader so umgesetzt, dass ich diese Situation dort finden kann. Das ist natürlich, wenn man das jetzt im Internet macht, kann man das auch machen. Man kann es bei verschiedenen Seiten sich zusammensuchen. Das habe ich früher so gemacht. Das ist aber sehr aufwendig. Das muss ich dazu sagen. Ja. Und aber man kann das natürlich auch machen. Ist auch gar kein Problem. So, wenn da jemand jetzt eine Frage hat, dann kann er die auch nochmal stellen. Ansonsten gebe ich mal kurz einen Hinweis. Wer noch nicht bei FX Flat ist und ein Konto eröffnen möchte, und den zum Beispiel diese Strategie interessiert, der kann natürlich auch eine kostenlose Coachingstunde bei mir bekommen. Und zwar, indem er, jetzt muss ich mal kurzfristig auf den Browser gehen. Wo ist er denn? Da ist er. Dann geht er einfach auf meine Homepage, tradercoach.de, unter Leistungen, klickt dort auf Services. Und dann sieht man hier, man kriegt ein Bonusangebot und zwar, wenn man bei FX Flat entweder eine Demo oder besser noch ein Live-Konto eröffnet und mich dann über die E-Mail-Adresse, die ihr gleich nochmal sehen werdet, anschreibt, dann bekommt ihr eine Coachingstunde gratis. Und das Gleiche bekommt ihr natürlich auch nochmal beim Agina Trader, wenn ihr zum Shop geht, dann über diesen Link. Schreibt mich vorher an, damit das alles glatt läuft und dann können wir auch besprechen, wie ihr diese Coachingstunde nutzen wollt. Ja, Agina Trader installiere ich zum Beispiel gerne. Ich baue euch da die Verbindung an zum Datenfeed, helfe euch bei der Einrichtung, soweit das mit einer Stunde schon mal geht und ihr habt schon mal einen guten Start und müsst nicht, sage ich mal, mit einem Produkt, was super ist, erstmal so viel Zeit verschwenden, bis das richtig läuft. Das könnt ihr euch ja vom Profi machen lassen. Indexanalyse im Live-Chart, genau das kommt jetzt nämlich. Der erste Schritt, also die Elemente, die wir eben gesehen haben, die schauen wir uns jetzt noch an. Wir haben noch 7, 8 Minuten, das ist gar kein Problem. Wir blenden das jetzt mal im Agina Trader ein und schauen mal hier in das Marktklima. Und wie immer kann ich das bei mir hier relativ entspannt sortieren. Das ging jedenfalls, bevor ich das Update auf die 2862 gemacht habe. Das ist die Beta-Version. Ich bin da mal recht vorne, weil ich meine Leute in der Gruppe schützen möchte. Falls man ein Update macht, dann kann es auch mal Fehler geben. Und in dem Fall funktioniert die Sortierfunktion nicht. Aber das Team von Agina Trader arbeitet dran. Und ich kann das hier sehen. Das ist noch relativ gut sortiert. Okay, was sehe ich hier? Öl macht hier das Rennen. Und allein anhand des Wertes kann ich das sehen. Es ist auf Wochenbasis so, dass der Wert stark ist, Öl. Und auch auf Tag ist er Outperformer. Das heißt, er tendiert besser als die Benchmark. Das ist bei mir der Welt-ETF zum Beispiel. Aber jetzt muss ich mich einfach fragen. Und deshalb mache ich auch diese Marktklima und diese Indexbeurteilung. Wenn ich jetzt Öl sage, okay, ich will jetzt Ölaktien handeln, dann würde ich ja wissen, wie der Rohstoff sich entwickelt, logischerweise. Denn das hat ja direkte Auswirkungen auf so eine Aktie, wenn sie gut gemanagt wird. Aber hier muss ich nun heute, nach diesem Tag, muss ich mir nicht fragen, muss ich hier noch raufjumpen? Muss ich das unbedingt machen? Wo gibt es denn da Probleme? Die gibt es natürlich hier. Ich habe hier so einen Widerstand, das ist rot eingezeichnet. Ne? Hier könnte der Kurs, sage ich mal, in Schlingern kommen. Ja? Und wo wäre es interessant? Kann ich euch genau sagen. Hier ist die dynamische Bewegung.
Hier ist die Korrektur. Da muss ich mich beschäftigen. Hier oben, ja, hier ist auch eine dynamische Bewegung, da ist eine Korrektur, aber die ist in der Nacht wahrscheinlich so stark angelaufen oder gestern, dass wir hier oben jetzt nicht mehr den Helden spielen. Also ich jedenfalls nicht. Wenn nur mit einer ganz kleinen Positionsgröße. Ja, also Öl können wir Feierabend machen. Das ist gut so. Was brauchen wir, wenn es hier oben abläuft, nochmal runterkommt, dann der 20er nachkommt, dann können wir uns das nochmal anschauen. Brauchen wir also nicht weiter drauf schauen. Was haben wir denn? 107, was kommt danach? 101, 101, 108, das ist ja auch Öl, das ist ja Uso, das ist der ETF, der ist schon am Widerstand, sogar ein bisschen drüber. Und man sieht, hier schwächelt er gerade ein bisschen. Würde ich auch eher abwarten, bis er drüber hinauskommt. Letztendlich möchte ich ja Ölaktien handeln und der dann wieder zurückkommt. Und in diesem Bereich, dann würde ich handeln. Ausbrüche handle ich fast gar nicht. Ja. So, was haben wir denn? 101 sind sehr viele. Man sieht hier den CDAX, das sind alle deutschen Aktien, da sage ich mal nichts zu. Mal den DAX anschauen, und zwar die Kasse. Da sieht man fast das gleiche wie im Öl. Aber wir haben hier diesen Widerstand. Wir haben hier so eine mega dynamische Bewegung. Das ist ja eine dynamische Bewegung von hier unten bis da. Das sind mal so satte 8%. Das nenne ich wirklich Dynamik. Und hier haben wir jetzt die Korrektur. Also wenn ich mich mit einem Wert beschäftige, ob ich einsteige, dann tue ich das im Endeffekt nicht hier, sondern immer in der Korrektur. Haben leider hier keine Umkehrkerze oder ähnliches, aber hier kann man dann in diesem Bereich vom 20er nach DAX-Aktien gucken, ob es dort Möglichkeiten gibt, die stark sind. Ja? Also wenn das Wetter schön ist, dann fange ich hier oben nicht an zu screenen nach Aktien, die in der Korrektur sind, denn es ist ja recht unwahrscheinlich, dass sich Aktien in der gibt es immer, aber die in der Korrektur sind, wenn der Index so weit nach oben geht. Gerade bei Branchen ist das auch der Fall. Das macht der Future. Ja, der sieht ja auch ganz nützlich aus. Hier macht das natürlich noch Sinn. Das ist eine starke Kerze. Und was haben wir jetzt für ein Potenzial zu erwarten? Ganz einfach. Hier oben wird es dünn. Man sieht, der Markt hat hier reagiert. Muss ich hier oben raus? Na, ich würde dann schon vorher anfangen, Aktien zu sehen, die halt hier schwächeln, die dann mit dem Target hier rauszuschmeißen. Der amerikanische DAX-Vertreter im Endeffekt, da sehen wir das, warum ich keine Ausbrüche handle. Einmal hier, erste Mal gegen gepiekst raus, dann kam hier die Umkehr. Das ist dann der bessere Weg, es hier zu versuchen, auch wenn man jetzt vielleicht nicht da drüber rein, ja, nach Aktien suchen aus dem Dow. Da muss man hier ein Target haben. Okay, passt nicht mehr, man kommt runter. Wann fange ich wieder an? Dann wäre hier die Situation gestern, das zu versuchen. Ja. Und wenn das nicht hält, dann habe ich halt ein Problem, sagen wir mal. Und man guckt das Volumen an, hier unten, ja, und sieht, dass das Volumen in dem Bereich, Moment, Zeichen fix, erhöht ist und schon ziemlich hoch ist. Da haben wir hier das Tief und da das Hoch. Und wenn das hier reinfällt, dann läuft der wahrscheinlich eine Weile in diesen Bereich seitwärts. Ja, wenn er darüber kommt, dann habe ich noch eine Chance, dass er weiter steigt. Aber wenn das hier heute so da drin schließt, sieht das nicht gerade sehr toll aus. Ja. Eurostoxx lassen wir mal weg. Kurzer Blick drauf. Auch nicht schlecht. Ja. Dynamisch gewesen, zurück, Korrektur. Das würde jetzt nicht unbedingt als Stärke, sondern als Unentschlossenheit deuten, so eine Art Doji. Jetzt macht er den da drüber, geht er da drüber, haben wir natürlich noch ein bisschen Potenzial für Eurostoxx-Aktien. Ja, dann halt screenen. Ja. Euro-US-Dollar ist heute mal ausgebrochen aus dieser Seitwärts-Range. Ich trade ja keine Währungen, aber es ist ja trotzdem interessant, hat sich ja angedeutet, dass hier sich was aufstaut und was sich dann irgendwann entleert. Sagen wir mal, die letzte Berührung am Bollinger Band war oben und das war hier die Stärke. Ja, wenn man in so einer Seitwärts-Range ist, handelt man den Ausbruch okay, aber schöner ist doch, ein, zwei Tage geht er vielleicht noch so, kommt zurück und dann haben wir doch eine bessere Chance, hier reinzugehen. Die Volumina kann man natürlich im Future sehen. Das ist hier im Endeffekt ein Forex, da haben wir keine vernünftigen Volumina. Und das immer dann aus dem Future-Bereich nehmen, bitte. Gold, jetzt wird es mal interessant. Ich mag ja Gold. Auch selber drin, aber wenn man sich das mal wirklich anschaut, ich nehme mal diese roten Dreiecke daraus, was letztendlich nichts anderes als Gaps sind. Ja, und das ist das Letzte. Wir laufen hier in dieses Abwärtsgap hinein
und haben, mal gucken, das Volumen da unten, das war super. Die Umkehr, wir laufen jetzt hinein und wir haben diesen kleinen Abwärtstrend. Ja, das gucke ich mir eigentlich gar nicht so an, hat ein paar Mal gedreht, aber wir kommen jetzt da oben ran in diesen Bereich, wo es ein bisschen dünn werden kann. Ja, also das ist in dem Fall der Gold Trust, der fast genauso läuft wie der Future. Wenn man hier tätig werden wollte, dann wäre es an dem Tag gewesen, also vorgestern. Das ist ja gestern gewesen, das ist der heutige Kurs, der läuft noch. Da, warum? Was haben wir da gesehen? Wir haben Dynamik gesehen und dann haben wir hier eine Korrektur gesehen. So, und wenn ich mir das Volumen anschaue, dann ist das Volumen hier erhöht beim Abverkauf und wir haben, wer jetzt aufgepasst hat, einen Abwärtsgap. So. Und das dient ja so ein bisschen, hier reagiert der Kurs am zweiten Tag auch da dran und dann läuft er rein. Und das wäre im Endeffekt dann hier so eine Screening-Möglichkeit, weil ich habe ja eine Möglichkeit, dass er noch bis hier oben ranläuft, wenn auch nicht viel, man muss noch was riskieren. Man ist über dem 200er, über dem 20er Goldunternehmen dort zu nehmen, wäre gut. Teilverkauf vielleicht in dem Bereich. Jetzt halte ich es für ein bisschen teuer, was will ich sehen? Ja, dann soll er mal rübergehen, runtergehen, zack, und dem Bereich. Und dann würde ich wieder nach Goldaktien screenen. MDAX, auch immer sehr beliebt. Hat letztendlich auch alles gezeigt. Dynamik, Korrektur, aber auch nicht hier wirklich starke Kerzen. Deswegen ist der bei mir auch völlig außen vor geblieben. Und dann kommt mal Nasdaq, sieht gar nicht so gut aus. Ne? Guck mal, hier schaut ganz schön hohes Volumen da oben an den Hochs, ja, haben wir hohe Volumen gesehen, da schon gar nicht mehr so, das erstaunt mich ein bisschen, aber dann kommen wir weiter nach unten, man fällt runter und dieser Bereich hier unten, auch mit hohem Volumen unterstützt, findet man hier den Bereich, der mehrfach durch Dochte auch sichtbar angetestet wurde, dann gab es mal wirklich hier einige Stops, die wahrscheinlich hier lagen und ausgelöst wurden, der Kurs wieder innerhalb eines Tages und da kann man es probieren, der schließt überhalb oberhalb dieses hohen Volumens und man ist doch hier unten relativ abgesichert, ein paar Nasdaq-Aktien zu nehmen. Aber ich warne immer, man ist am unteren Bollinger Band schon zwei, dreimal hier drunter geschlossen, da ein paar Mal berührt, hier auch drunter geschlossen. Wo kann es hier zu Ende sein? Genau da, wo der 20er kommt. Der läuft jetzt nämlich so runter und dann würde ich hier meine Unternehmen auf jeden Fall, die ich in der Nasdaq dann long gehandelt hätte, dort ein paar ausgegebene Stücke, ja, entweder verkauft oder ein Target gesetzt oder einen Stop jetzt ranziehen. Es könnte gefährlich werden, dass man wieder hier runter geht. Und wenn es da runter geht, dann finden wir uns schnell auf die 15.200 wieder. Russell, ja, auch die kleinen Aktien sind völlig raus für einen Long Trade, sind nicht am oberen Bollinger Band, sind unterm 200er, sind unterm 20er. Haben hier eine Umkehrsituation gehabt bei erhöhten Volumen. Man sieht hier, deswegen auch diese Linien, wir haben auf diesem Bereich von 214, das ist auch ein ETF letztendlich, aber dieser Bereich, den wird man auch im Future wiedersehen, haben wir hier eine Möglichkeit gehabt, kurzfristig reinzugehen, er reagiert wieder am 20er. Es sind keine riesigen Potenziale, die Volatilität ist höher geworden. Und deshalb müsst ihr auch Targets nehmen und enger mit den Stops sein, auch wenn ihr ausgestoppt werdet. Aber das Risiko hat sich einfach erhöht, das müsst ihr wissen. S&P 500, auch schön, guckt euch diese Riesenkerze an. Wenn man sonst den S&P sieht, wie er hier nach oben tickert, da sind da schon ein paar Punkte, die hier sind. Nicht allzu positiv die Kerze, die hat eine Riesen-Range, finde ich halt nicht so klasse. Wo sind die Bereiche vom Volumen her, die interessant sind? Das ist hier unten natürlich genau die Unterstützung. Und da das Hoch, was möchte ich hier sehen? Das weiß ich selber gar nicht genau, weil der nicht auf meiner Liste liegt. Der wird wahrscheinlich hier irgendwie zum Stottern kommen. Wenn er hier unten dreht mit einem Umkehrstab, dann haben wir nochmal einen positiven vielleicht Impuls zum 20er. Ob er dann drüber geht, wissen wir nicht. Auf jeden Fall geht die Dynamik jetzt mal stark hier runter. Und wenn er hier unter dem Bollinger Band schließt, dann sieht es erstmal finster aus. So, Silber nehme ich mal noch. Estac lasse ich mal weg, weil wir schon ein bisschen überzogen haben. Silber, ist ja auch schön. Wir sehen zwei Sachen. Einmal die dynamische Bewegung hier.
dann so eine Art Korrekturverhalten und wieder dynamische Bewegung hier. So, wenn wir jetzt reingehen, sind wir ein Ausbruchshändler. Was will ich beim Silber sehen? Lassen Sie mal ansteigen. Wir kommen in die Bereiche dieser Gaps, die Sie hier, einmal ein kleines Aufwärtsgap, dann ein bisschen größeres Abwärtsgap. Hier kann der Kurs wahrscheinlich stagnieren, der 200er wird runterlaufen und dann warte ich, bis er wieder zurückkommt und einen Umkehrstab macht oder nicht. Also man muss nicht immer unbedingt auf einen Umkehrstab warten, so wie ich es gezeigt habe, aber man kann sich auch mit anderen weißen Kerzen, positiven Kerzen, sage ich mal, zufriedenstellen. Das ist ja nicht immer so wie bilderbuchmäßig, aber am Anfang dient das halt im Endeffekt der Übersichtlichkeit. Wenn man das ein bisschen fortgeschrittener macht, dann kann man sich hier auch einstoppen lassen, wenn man eine positive Reaktion sieht und wenn man das in Kausalität zum Volumen bringt. TecDAX machen wir noch. Ui. Der deutsche Technologieindex hat mal wieder das abgegeben, was er sich positiv aufgebaut hat. Ihr seht ja hier, die Dynamik von unten nach oben ist super. Dann haben wir hier so eine Korrektur, aber ich habe hier nichts Positives, keine positive Kerze. Hier bringt mich nichts in den Markt. Hier bringt mich nichts in den Markt. Wir schließen unter dem Bollinger Band. Das bringt Dynamik. Der Kurs reagiert am 200er und geht dann richtig fett runter und kommt auf diesen Unterstützungsbereich. Und das Interessante ist, dass dieser Unterstützungsbereich nicht mal hier von hohem Volumen unterlegt ist. So wie hier das hohe Volumen am Top fast. Ja. Das stimmt nicht so gut. Ja. Genauso wie wir hier ein hohes Volumen haben. Das ist diese Kerze. Das ist dieses Hoch. Das wurde auch nicht gehalten. Und wir haben hier unten beim Abverkauf jetzt auch nicht in Relation zu diesen Tagen ein hohes Volumen. Es ist zwar über dem Durchschnitt, aber es ist halt fast nur Geplänkel. Wird reagieren, hat aber zwei Widerstände vor sich. Die 200er, die 20er, die jetzt mal zügig runterkommt. Und dann natürlich auch das hohe Volumen an diesem Daumen. Also von daher TecDAX Finger weg. Ja, und damit sind wir im Endeffekt mit den Indizes durch. So, wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr die gerne stellen. Das nächste Mal wird es sein am 9. Februar, das kann ich euch sagen. Und dann könnt ihr natürlich, wenn ihr das noch nicht gesehen habt oder euch wieder nochmal anschauen wollt, logischerweise das auf dem YouTube-Kanal, auch bei meinem YouTube-Kanal oder bei FX Flat, euch nochmal anschauen. Und wichtig ist mir, dass ihr verstanden habt, dass es mehrere Dinge sind, die unabhängig voneinander, sage ich mal, ich habe jetzt nicht mehrere Indikatoren übereinander gelegt, sondern einmal ist es Volatilität, einmal ist es Widerstand, einmal ist es Volumen, einmal ist es ein Gap. Also ganz verschiedene Dinge. Und somit benutze ich gar keine großartigen Indikatoren in meiner Strategie. Und ich glaube, das macht es so ziemlich robust. Und beim nächsten Mal machen wir halt Marktklima, die Indexanalyse. Und natürlich könnt ihr mir auch gerne wieder eure Aktien dann vorzeigen. Und ich werde dann mal die aus der Sicht des Perlentauchers betrachten. Und ich freue mich ganz besonders dann auf ja, eure Fragen, wenn es dann wieder nächste Mal heißt, Indexanalyse mit der Perlentaucherstrategie. Bedanke mich. Ja, super. Vielen, vielen Dank, Carsten. Ich denke, das war wirklich eine schöne Einführung und kann man auch super nacharbeiten. Wir werden das so schnell wie möglich online stellen und du ja auch auf deinem YouTube-Kanal, sodass jeder die Möglichkeit hat, immer wieder dann entsprechend reinzuschauen, wie die Strategie funktioniert. Natürlich auch ein riesen Dankeschön an alle Teilnehmer, die wirklich ja bis zum Ende hier dabei waren. Vielen Dank für das Interesse. Ich wünsche noch einen schönen Abend. Ich schließe mich hier den Feedbacks an. Alle super begeistert. War wirklich sehr schöner Inhalt. Und ja, natürlich aber auch noch eine erfolgreiche Handelswoche. Passen Sie auf Ihre Position auf. Bleiben Sie gesund und sehr gerne dann bis zum nächsten Mal. Also, bis dann. Tschüss. Tschüss.